Also erstmal kommt er daher wie so ein ganz eigenwillig ausschauendes Training an Geräten. Häufig sind es die Frauen, die den ästhetischen Teil dieser Geräte sehr schnell sehen. Es gibt ja wohl niemanden, der nicht irgendwo was hat. Aber wir legen den Fokus neu. Das Gyrotonic Expansion System geht einen einzigartigen Weg in der modernen Bewegungskultur. Der menschliche Körper als Einheit, gestützt und getragen von der Wirbelsäule. Dahinter verbirgt sich, dass der Erfinder Julio Horvath selber Tänzer, Schwimmer, Turner gewesen, eine schlimme Verletzung hatte und sich nicht mehr bewegen konnte. Und irgendwann, so die Legende, er lebt auch noch, es ist keine wirkliche Legende, aber es wird erzählt, dass er dann sehr schlimm dran war, sich auf die Insel Virgin Island zurückzog und dort sich sozusagen mit spiraligen Bewegungen erstmal wieder auf die Beine bekommen hat. Beeinflusst von fernöstlicher Heilkunde entwickelte der Tänzer Julio Horvath das Training, das alles vereint. Therapie, Fitness und Entspannung. Rotierende, fließende Bewegungen sorgen für eine innere Balance. Vom Tanzen beeinflusst ist Gyrotonic gesundheitsfördernd und ästhetisch zugleich und für jeden geeignet, der sein Körpergefühl erhalten oder wiederbeleben will. Wir haben jetzt Leute, die sagen, ich habe zwar was und es müsste ich auch therapieren und eigentlich will ich aber auch ins Pilates, Yoga oder sonst irgendwas gehen, und bei Gyrotonic finden sie irgendwie so eine Mischung, die für sie gerade passt. Und diesen Brückenschlag, den haben wir jetzt hier in der Vita Classica im Wohlfühlhaus geschafft, denke ich. Reto Dietzi kommt seit 2 Jahren ins Training zu Bettina Wolf. Früher Sprinter im schweizerischen Nationalteam, später CEO einer Vermögensverwaltungsgesellschaft. Der Weg von der Laufbahn an den Schreibtisch hatte Spuren hinterlassen. 20 Kilogramm mehr Gewicht, keine Zeit mehr, um Stress abzubauen. Reto Dietzi wollte zurück zu seinem Körpergefühl, das er als Profisportler einmal besessen hatte. Und mit Gyrotonic scheint er ein passendes Training gefunden zu haben. Es arbeitet nicht nur die Wirbelsäule, sondern es arbeitet auch die Bauchmuskulatur, es arbeitet auch die Oberschenkel, die Unterschenkel, es arbeitet der ganze Fuß. Also in dem Sinne ist es ein Ganzkörpertraining, das einfach sehr effektiv ist. Hier kommt dazu, dass mit Frau Wolf ich noch eine Therapeutin kennengelernt habe, die unglaublich präzise arbeitet, und das braucht es hier bei diesen Bewegungen. Die letzten 5 mm, die sind manchmal ziemlich entscheidend, um die Torsion in der Wirbelsäule wirklich herstellen zu können. Das Training am Gyrotonic Expansion System ist komplexer in den Bewegungsabläufen als an herkömmlichen Fitnessgeräten, denn es besteht aus dreidimensionalen Bewegungen, die das gesamte Bewegungsspektrum der Wirbelsäule abbilden. Wir haben also eine Hüftbewegung, wir haben eine Wirbelsäulenbewegung in Richtung Beugung und Streckung und wir haben eine Torsionsbewegung, alles zusammen. Das ist die Dreidimensionalität, die wir auch in anderen Geräten aus dem Fitness sonst nicht kennen. Die ganzheitliche Bewegungsmethode geht grundsätzlich von mehreren Muskeln aus, die gleichzeitig trainiert werden, also von Muskelketten. So wie es Übungen mit den Armen gibt, gibt es auch Übungen mit den Beinen. Das Prinzip ist das gleiche. Immer ist die gesamte Körperspannung gefordert. Also wir haben bei jeder Übung im Grunde genommen eine Kräftigung, einen Zuwachs an Kraft, eine Dehnung und ein Koordinationstraining gleichzeitig. Das ist nicht wie bei anderen Trainings nacheinander zu machen, sondern das ist in jeder Übung alles drei drin. Und das ist auch das Anspruchsvolle. Aber das ist auch das, wieso es relativ gesund ist. Wir haben nämlich hier nie eine Überlastung im Sinne von einer starken Übersäuerung der Muskulatur, weil wir immer gleichzeitig die Antagonisten auch wieder dehnen. Jede Übung folgt außerdem einem Atemmuster. Das gibt dem Training einen Rhythmus. Füße mit. In der anstrengenden Bewegungsphase wird ausgeatmet, in der Entspannungsphase eingeatmet. Auch das ist Teil des ganzheitlichen Konzepts. Und bei Reto Dietzi hat sich schon nach kurzer Zeit des Trainings ein besseres Körpergefühl eingestellt. Schon nach der ersten, zweiten oder dritten Stunde hatte ich den Eindruck, dass sich meine Wirbelsäule gelöst hat.
am anderen Morgen oder schon noch am Abend merkte ich eine unglaubliche Lockerheit im Becken und eine Gelöstheit auch in der Wirbelsäule, die ich vorher in dieser Form überhaupt nicht gekannt habe. Ein richtig tolles Wohlgefühl. Ich spürte meinen Körper in einer Art und Weise wieder, die ich, ich habe lange nicht mehr so gespürt.